Ein neuer Patch ist gekommen heute bei Microvolt. Hat man jetzt neun Charaktere mit meinem Namen? Hammer, geil! Ja. Das ist ein neuer Charakter, den man mit RT bezahlen kann. Dafür hat er 2100 HP und 10% Bullet Armor. Ja, momentan ist kein Sound da, weil das Soundbug da ist. Also die haben drauf gepatcht, dann hatten sie diesen Soundbug gehabt, dann gab es eine lange Wartung, die ungefähr 3 Stunden ging. Also die wollen ja, um 6 waren sie fertig gewesen, dann gab es einen Bug und dann das waren die Server jetzt für 3 Stunden down gewesen. Und ja, und dann Patch Note habe ich mir durchgelesen. Also ich erkläre euch alles, was neu ist. Wie gesagt, wir haben jetzt den sechsten Charakter, der mit ET kaufen kannst. Ist ein Cyborg. Der ganze Patch dient nur als Cyborg-mäßig ist. Also von daher, wie viel kostet der? Für knapp für 5 Euro kann man mal den hier holen. Schade Gottes nicht mit MP, aber wie gesagt, 10% Armor, Kugel-Armor und 100%, 100 HP mehr Bonus. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber wie ich jetzt hab, Naomi, ist es in Ordnung. Von daher braucht man das halt alles gar nicht. Wie gesagt, Soundbug, und bei der deutschen Version kann man irgendwie, gibt es so eine Fehlermeldung, da durfte ich jetzt der englische Client da runterladen, und wenn ich jedes Mal jetzt unter Option das umstellen möchte, kann man nicht machen. Es gibt einen neuen Mode, was man hier sehen kann, es ist ein Sniper Only, für alle Leute, die ganz gerne Sniper snipen wollen. Sehr nice. Der ganze Patch ist für MP-Spieler gemacht. Das ist sehr schön. Die größte Veränderung ist, Starts. Wenn ihr jetzt die Mission, Tagesmission macht hier, ne? Alle drei, dann kriegt ihr Coins. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch dazu zählt oder erst am nächsten Tag. Wenn ihr Coins habt, könnt ihr einmal kostenlos hier bei irgendwelche RT-Sachen dann halt gamblen. Sachen, die ihr haben wollt. Es geht nur um RT-Sachen. Dabei ein Coin plus einmal drehen immer. Man hat den ersten Coin frei. Also würde ich dann versuchen, hier so eine Waffe zu bekommen. Hier mal die neue Waffensets da. Oder für Naomi was. Ja. Hammergeil, wo mein Name steht, ey, voll fett im Spiel. Ich fühle mich geehrt, so ein bisschen. ja, wie gesagt. Ja, ich weiß nicht, was sie jetzt versuchen, durch den neuen Dings da, irgendwas hinzubekommen. Ich weiß es nicht, also dafür. Neue MP-Sachen sind nicht so weit gekommen. RT-Sachen eben das. Wenn ihr der Daily-Mission macht, dann könnt ihr Coins erspielen. Das ist hammer nice. Gruppe Shop, nichts Neues. Generell nichts Neues. Nö. Doch, hier, das hier. Was ist das? Eine Freikarte. Für 40, knapp 40.000 RT. What? Speed, HP, Speed. Also dann würde ich hier das hier kaufen, ganz ehrlich. Genau, für 6.900 kann man das kaufen, wollen wir aber nicht. Ach, ich kann mit RT-Hammer. Oder ihr versucht euer Glück mit RT-Hammer, das hier zu holen. Glaube ich, kommt ja, glaube ich, ein bisschen billiger weg, glaube ich. Wenn ihr Luck habt.
Nur wenn ihr Lack habt. Das ist nice. Und wie ist schon, also, weil ich kann leider Gottes jetzt nicht nachgucken, was er für Kleidung hat oder so. Aber habe ich so wenig Geld. Ja, wie gesagt, das war es dann eigentlich soweit. Kleine Erinnerungen halt, also die Lobby nicht zurück. Also hier. Sonst ist es eigentlich nicht viel. Nö. Kann man eigentlich, so, ja, das war's, also das sind so kleine Erinnerungen jetzt halt, ne? Nicht so wirklich berauschen. Ist da irgendwas Neues noch? Nö. Nö. Also für Sniper wurde was gemacht, das ist sehr schön, neue Maps sind nicht da. Ja, das war's das eigentlich schon. Also, wenn MP-Leute sind mit diesem Patch eigentlich mehr in Richtung Balancing gegangen. Also, wer jetzt noch rumheult, dass die RT-Sachen zu teuer sind momentan, macht Daily-Mission und ihr kriegt eine Coin. Und dann könnt ihr rumgammeln und dann könnt ihr sagen, mein Charaktere ist free. Ich habe nur durch Coins was bekommen und das ist Hammer. Also wie gesagt, ob die Chancen jetzt zwischen RT besser sind als mit Coins, ich glaube ja nicht. Es ist dahingestellt. Also von daher ist es in Ordnung. Also würde ich lieber auf HP gehen. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, so gesehen, ja. Ist es. Deswegen muss man halt gucken. Also, wenn ihr jetzt aufregt, es ist ja kein Sound da, es ist ein Soundbug. Vor uns war es so richtig grässlich gewesen. Also von daher, ist es jetzt so in Ordnung. Ja, also gestern habe ich noch was aufgenommen von Microfonds, das sollte morgen kommen. Das kommt jetzt gleich. Also nach so einem ganzen Dings hier rendern oder so, gleich hochladen, so nach 3, 4 Stunden. Bis dahin.